paar Worte zum Budget für Inneres. Im Wesentlichen hat sich beim Budget für das Bundesministerium für Inneres nicht wirklich viel geändert. Da wird innerhalb des Budgets umgeschichtet, also die Umstrukturierungen bei der Polizei kommen unter anderem auch dadurch zustande oder werden im Rahmen des bestehenden Budgets ausgeführt. Interessant für uns ist natürlich, welche neuen Aktivitäten mit diesen Budgets gesetzt werden. Und ein Punkt, der mir da besonders wichtig ist, ist der Bereich, wo es um Online-Kriminalität bzw. Bekämpfung dieser Online-Kriminalität geht. Da gibt es einige Initiativen, die interessant klingen, wie zum Beispiel ein Cyber Security Center. Und da haben wir uns natürlich in den Ausschussberatungen gefragt, wie ist denn das budgetiert? Und die Antwort, die wir bekommen haben, ist, dass es auf 30 Personen ausgebaut werden soll. Zwar erst mit 2015, aber doch. Und das Budget, das für diesen Ausbau zur Verfügung steht, liegt in der Größenordnung von 250.000 Euro. Das heißt, wir haben für 2 Jahre 500.000 Euro, da lassen sich 30 Personen nicht finanzieren. Jetzt könnte man sagen, gut, beginnt das 2015, allerdings ist das dann doch ein wenig spät angesichts dessen, dass in diesem Bereich wirklich auch großer Nachholbedarf besteht. In der Vergangenheit ist die Bekämpfung eher durch Quantität als durch Qualität passiert. Das heißt, man hat sich im Bereich der Cyberkriminalität einer Methode bedient, die ich als Sammelleidenschaft bezeichnen würde. Das heißt, im Zuge der Vorratsdatenspeicherung hat der Staat einfach von Bürgerinnen und Bürgern Daten aufgenommen, in einem Ausmaß, das der Europäische Gerichtshof auch als exzessiv bezeichnet hat. Und es ist begrüßenswert, dass jetzt ein Ansatz verfolgt wird, der Qualität über Quantität stellt. Das heißt, dass man wirklich Experten und Expertise auch im BMI zu diesem Thema aufbaut. Es kommt allerdings sehr spät und das ist zum Beispiel einer der Kritikpunkte, die wir an diesem Budget haben.